Zusammenarbeit mit dem FC Nenzing und der GPA DJP veranstaltet die Lehrlingsoffensive HYPOS seit 2011 das größte Lehrlingsfußballturnier Vorarlbergs. Dem Aufruf sind heuer gleich 22 Herren- und Damenmannschaften gefolgt. Ab 11 Uhr wurde am Samstag das Leder gespielt. Mit dabei waren Mannschaften aus dem ganzen Ländle und aus den unterschiedlichsten Betrieben. Nicht nur die Vielfalt ist es, was dieses Turnier einzigartig macht. Mannschaften aus der Schweiz wie VAT sorgten darüber hinaus für einen Hauch von Internationalität. Die WIG Walgau hat einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass Veranstaltungen wie dieses Fußballturnier und andere stattfinden können. Also bei den HYPOS haben wir erstens einmal marketingmäßig eine Ausbildung, wo wir die Schüler praktisch an die Lehre heranholen. Wir haben Lehrlings-Schülerinformationsabende mit den Eltern und mit den Lehrern, wo wir die Betriebe, die Lehrbetriebe vorstellen. Das ist sensationell, da haben wir oft bis zu 500 Teilnehmer, natürlich Eltern, Lehrer, Schüler, die sich um diese Berufe begeistern. Dann haben wir eine Lehrlingsausbildungsmesse heuer gemacht, eine sensationelle Sache, die erste in ganz Vorarlberg mit über 3.500 Besuchern und 40 teilnehmenden Betrieben. Da hat man also vor Ort praktisch die Lehrbetriebe vorgestellt und die Schüler, die Lehrlinge haben sich den Schülern vorgestellt und das war eine sensationelle Sache. Kann man auch im Facebook nachschauen. Für den FC Nenzing war es klar, bei solch einem Projekt mit dabei zu sein. Reinhard Gantner, Vizepräsident des FC Nenzing und Mitinitiator, freute sich sichtlich über den gelungenen Tag. HYPOS und GPA ist natürlich ein Partner für den FC Nenzing, wo direkten Zugang natürlich zu den Lehrlingen hat. Und dass Sport natürlich verbindet, ist eine Sache, das ist eh klar. Trotzdem braucht man so starke Partner, um so ein Event, sage ich jetzt mal, aufzustellen. Um die Jugend noch mehr in den Mittelpunkt der Wirtschaft zu setzen und das Image der Lehre zu stärken, wurde die Initiative HYPOS ins Leben gerufen. Für die richtige Umsetzung dieses Projektes war das Unternehmen Gamon und Partner mitverantwortlich. Fachlich steckt sehr viel hinter diesem Projekt HYPOS, weil es doch ein sehr heterogenes Projekt ist. Es steckt sehr viel systemische Arbeit dahinter. Wir haben doch 29 Firmen zusammengebracht mit 120 Lehrlingen in etwa und deshalb steckt relativ viel Arbeit dahinter, vor allem mit der Vernetzung des ganzen Systems. Der Zweck ist einfach gesagt, gemeinsam vernetzen und gemeinsam die Lehrlinge von kleinen Firmen vor allem in eine bessere Qualität der Ausbildung zu bringen, Chancen zu erhöhen und mit den großen Firmen gleichzuziehen in der Ausbildung. Dass sowohl die Teams als auch die Besucher sichtlich Spaß hatten, war nichts zu übersehen. Neben dem Turnier auf dem Platz fand nebenan noch ein Fußballturnier auf der Konsole statt. Jugendliche konnten ihr Geschick auf der PS3 beweisen und Preise abstauben. HYPOS ist ein Projekt, das Unternehmen, Politik und die Jugend zueinander führt. Von Seiten der Gemeinde wird diese Arbeit sehr geschätzt. Ja, gut ausgebildete Lehrlinge und Fachkräfte, das ist die Zukunft einer starken Wirtschaftsregion Walgau. Deshalb hat die Marktgemeinde Nenzing von allem Anfang an dieses HYPOS-Projekt tagkräftig unterstützt. Und wenn wir die heutige Veranstaltung sehen, ich glaube, dann freut es jeden, wenn man sehen kann, was aus dieser Initiative gewachsen ist. Der große Anklang der Veranstaltung freute natürlich auch die zahlreich erschienenen Gäste. Es taugt mir einfach, dass Lehrlinge und Sport so nacheinander da miteinander zum Tor haben und sich auch damit beschäftigen. Das ist einfach super. Jetzt ist ein Turnier mit 22 Mannschaften ein großer Erfolg. Man sieht, dass die Jungen gern zusammen sind, dass sie spielen, wenn man etwas mit ihnen macht und organisiert. Am Ende des Tages kämpfte im Finale Getzner Textil und die Mannschaft ÖBB LW1 gegeneinander. Sehr erfreut über den 3:0-Sieg und über das Stattfinden der Veranstaltung war natürlich das Siegerteam. Jetzt waren wir das dritte Mal dabei, zweimal Finale ausgeschieden, jetzt zum dritten Mal hat es geklappt. Es zeigt einfach Zusammenhalt von der Lehrlinge, macht ihnen ein bisschen Spaß am Wochenende zusammen und super organisiert, super Essen, super Atmosphäre, einfach super. Dankeschön! Super Teamführung! In Zukunft werden im Raum Walgau gewiss noch zahlreiche Projekte, bei denen die Jugend und die Lehre im Vordergrund stehen, stattfinden. Kooperationen mit den Schulen und den ansässigen Betrieben werden immer mehr ausgebaut und HYPOS wird bestimmt noch den ein oder anderen Jungen zum Erfolg führen. Musik.